Vorarlberg in 100 Sekunden. Präsentiert von Antenne Vorarlberg und voll.at. Ich bin Philipp von Drack. Guten Tag. Bei einem Kellerbrand in einer Wohnanlage in Götzis sind in der Nacht 8 Personen verletzt worden. Gegen 2:30 Uhr früh brach das Feuer aus. Wegen des dichten Rauchs war es den Bewohnern unmöglich, das Gebäude über das Stiegenhaus zu verlassen. So retteten sie sich auf die Balkone ihrer Wohnungen. Die Feuerwehr musste zunächst die 25 Personen in Sicherheit bringen, bevor der Brand gelöscht werden konnte. 8 Bewohner, darunter 3 Kinder, wurden mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Spital gebracht. Die Brandermittler suchen derzeit nach der Brandursache. Die Neos setzen ihre Online-Vorwahl für die Landtagswahl in Vorarlberg aus. Die Bürger sollten mitbestimmen, wer für die Neos kandidieren soll. Allerdings haben 2 ehemalige Neos-Mitglieder nun für das Aus des Online-Votings gesorgt. Sie hätten vor der EU-Wahl auf Lücken im System hinweisen wollen und mehrere Stimmen mittels gefälschter E-Mail-Adressen und eigens dafür beschaffter Wertkartenhandys abgegeben, informierte heute Neos-Chef Matthias Strolz. Das System soll nun verbessert werden. Bei der Landtagswahl im Herbst wird es aber nicht zur Verfügung stehen. Die Stadt Bregenz verhängt ein Alkoholverbot auf dem neu gestalteten Kornmarktplatz. Es hätte Beschwerden aus der Bevölkerung über alkoholisierte Personen gegeben, die sich dort häufig aufhalten und sich zum Teil störend verhalten würden. Bürgermeister Markus Lienhardt betont, dass unzählige Gespräche mit den betroffenen Personen leider ohne Erfolg geblieben seien. Und die beiden Vorarlbergerinnen Yvonne Meusburger und Tamira Paschek kämpfen heute bei den French Open um den Einzug in die nächste Runde. Meusburger trifft auf die Australierin Samantha Stosa. Paschek bekommt es mit der als Nummer 9 gesetzten Slowakin Dominika Cibulkova zu tun. Die beiden ÖTV-Damen würden bei einem Weiterkommen übrigens in der 3. Runde aufeinandertreffen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und einen schönen Feiertag.